Herr von Knoch, Ihres Fachgebiet sind Hüft- und Knieprothese. Was muss man zum Beispiel am Knie operieren? Das Knie ist ein komplexes Gebilde. Es wird sehr beansprucht. Es ist ein tragendes Gelenk. Wir stehen auf den Kniegelenken. Und dort haben wir verschiedenste Strukturen, die man verletzen kann. Also Unfälle und Unfallfolgen sind ein großes Thema im Kniebereich. Der Meniskusriss, eine sehr häufige Verletzung, Kreuzbandriss. Dann gibt es Knorpelschäden. Und dann irgendwann kommt der Verschleiß. Und da haben Sie ein ganzes Spektrum von möglichen Problemen im Knie, die wir dann auch behandeln. Es kommen auch Patienten mit Sportverletzungen zu Ihnen. Und es gibt ja eine Verletzung, die wir in der Schweiz hatten, das Knie der Nation. Und das war an der WM, Ski-WM, glaube ich, in Bormio, wo der Pirmin Zubringer, glaube ich, 2 Wochen vor der WM das Kreuzband gerissen hat. Oder der Meniskus, ich weiß es doch auch nicht mehr. Auf jeden Fall ist das Knie kaputt gewesen. Was ist denn passiert, wenn so ein Kreuzbandriss passiert? Was passiert da denn genau? Ich denke, ich zeige Ihnen das am besten an einem Modell. Wir haben da so ein anatomisches Modell vom Kniegelenk von vorne betrachtet. Das Kreuzband, das vordere Kreuzband, ist ein wichtiger zentraler Stabilisator im Kniegelenk zusammen mit dem hinteren Kreuzband. Und dieses Kreuzband kann bei unkontrollierten, extremen Bewegungen wie dem Skifahren mit Sturz reißen, das heißt also diese Faserstrukturen des Kreuzbandes zerbersten und wenn es zu einem vollständigen Riss kommt, dann eben total ein vollständiger Kreuzbandriss und das kann zu einer Instabilität des Kniegelenkes führen. Das muss man operieren oder gibt es auch Möglichkeit, das nicht zu operieren? Es kommt ein bisschen auf die Konstellation darauf an. Es kann sein, dass das Kreuzband nur teilgerissen ist und dass man es dann nicht operativ, konservativ versuchen kann. Mhm. Wenn es vollständig gerissen ist und möglicherweise noch Begleitverletzungen wie Meniskusrisse auf der Außen- oder Innenseite vorliegen und der Patient sportlich anspruchsvoll ist, jung aktiv, dann ist in der Regel ein Kreuzbandersatz angezeigt. Genau, aber Sie haben ja auch noch die Hüftprothese, sondern Knieprothese, die man da sieht, auch anhand von dem Exponat. Das ist jetzt eine sogenannte, glaube ich, Vollprothese, oder ist das richtig? Ganz genau. Das also wir haben hier eine Teilprothese und eine Vollprothese. Wenn also das Kniegelenk einen fortgeschrittenen Verschleiß, eine sogenannte Arthrose zeigt, in nur einem Gelenkabschnitt, dann kann eine Teilprothese die Methode und die Lösung der Wahl sein. Das heißt, die ersetzen die Oberfläche des arthrose-betroffenen Gelenkabschnittes hier auf der Innenseite. Wenn das ganze Gelenk betroffen ist, dann kommt eher eine sogenannte Voll- oder Totalprothese zum Einsatz, bei der sie das Gelenk ersetzen, aber nur die Oberfläche des Gelenkes. Also es ist nicht so, dass sie das ganze Kniegelenk entfernen müssen, sondern wirklich nur die Oberfläche. Aber der Meniskus, ist das auch ein Teil, den man dann ersetzt, oder? Das ist so, der Meniskus wird entfernt, wenn er nicht schon entfernt wurde oder zerstört ist durch den Arthroseprozess. Und er wird dann quasi ersetzt durch diesen Kunststoffeinsatz. Der ersetzt zugleich auch den Gelenkknorpel. Nicht nur den Meniskus. Und das baut man dann auf dem Knochen da auf in dem Fall und da wird der Knochen abgerasplet. Ganz genau. Ja. Mit einem speziellen Schablon wird das ganz kontrolliert zurechtgeschnitten und sehr solide verankert, weil es jahrzehntelang halten soll. Wie lange geht es eine Operation, wenn Sie jetzt eine Operation machen? Es kommt ein bisschen darauf an. Üblicherweise eine Teilprothese, würde ich sagen, ca. 60 Minuten. Eine Totalprothese ein bisschen mehr, weil Sie mehr ersetzen müssen. 75 bis 90 Minuten. Das kommt sehr auf die individuellen Umstände drauf an, so in dem Rahmen.